Arbeitsministerin und der Frau Landwirtschaftsministerin. Und zunächst ersuche ich um das Statement von der Frau Arbeitsministerin Aschbacher. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir stehen vor massiven Herausforderungen, die alle für uns neu sind. Die Corona-Krise bestimmt unseren Alltag und auch massiv unser Arbeitsleben. Es ist eingetreten, womit wir gerechnet haben. Darauf sind wir vorbereitet. Gesundheit steht an oberster Stelle. Und zugleich tun wir als Bundesregierung alles, um so viele Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen zu helfen. Auch Bayern folgt jetzt unseren Maßnahmen. Als Arbeitsministerin konzentriere ich mich mit meinem Team auf drei wesentliche Punkte. Erstens Corona-Kurzarbeit vor Kündigungen. Niemand bekommt weniger als 80% seines Gehalts. Zweitens Unternehmen durch die Krise führen. Wir übernehmen Kosten für die Unternehmen. Drittens so schnell wie möglich neue Jobs zu vermitteln, dort, wo sie jetzt dringend und wichtig gebraucht werden. Zum Punkt 1, die Corona-Kurzarbeit vor Kündigung unbedingt verwenden. Um so viele Arbeitsplätze wie möglich zu sichern, haben wir die Corona-Kurzarbeit entwickelt. Dies ist ein wesentliches Modell im gesamten Maßnahmenmix von 38 Milliarden Euro. Denn für mich gilt Kurzarbeit vor Kündigung. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben dadurch die finanzielle Sicherheit für die alltäglichen Kosten wie Miete, Lebensmittel, aber auch Kreditraten. Für die Mitarbeiter gibt es für die Unternehmen Nettoersatzraten. Das bedeutet, dass niemand weniger als 80% des Gehaltes bekommt. Lassen Sie mich dazu ein konkretes Beispiel nennen. Wer rund 2.000 Euro brutto verdient, also vorher rund 1.500 Euro netto bekommen hat, bekommt nachher rund 1.270 Euro netto. Nach der Kurzarbeit ist auch die Arbeitsplatzgarantie versichert, nämlich für mindestens einen Monat. Das gibt Sicherheit und den Ausblick, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, nach der Krise geht es mit vereinten Kräften wieder weiter. Damit können sich die Mitarbeiter denken, ich bin sicher, und nach der Krise werde ich an meinem Arbeitsplatz wieder gebraucht. Punkt 2. Mit der Corona-Kurzarbeit Unternehmen durch die Krise führen. Für die Unternehmer wird alles übernommen. Die Lohnsteuer, die volle Sozialversicherung, der Anteil der Sonderzahlungen und das ab dem ersten Tag. Bis zur Bemessungsgrundlage. Damit zahlen Unternehmen nun die Arbeit, die auch tatsächlich geleistet wurde. Wir helfen den Unternehmen, auch ihre bewährten Fachkräfte und vor allem auch Lehrlinge zu behalten. Daher mein eindringlicher Appell an alle Unternehmen. Behalten Sie Ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und kündigen diese nicht und melden Sie sie für die Corona-Kurzarbeit an, um so viele Arbeitsplätze wie möglich jetzt zu sichern. Ich kann Ihnen sagen, in dieser Woche im Arbeitsmarktservice, die Nachfrage ist enorm groß. Über 18.000 Unternehmen haben sich von unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Größen vom Arbeitsmarktservice schon für die Corona-Kurzarbeit beraten lassen. Diese enorme Nachfrage zeigt, dass dieses Modell jetzt so dringend und wichtig ist und vor allem schnell und unbürokratisch umgesetzt werden muss. An dieser Stelle danke ich allen Beteiligten für die Zusammenarbeit, besonders den Sozialpartnern. Umso rasch und unbürokratisch wie möglich nun im AMS zum Agieren, haben wir unsere Mitarbeiter im AMS von 40 Mitarbeitern im Normalbetrieb für Kurzarbeit auf über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt. Dazu an dieser Stelle auch ein Dankeschön an diesen außerordentlichen Einsatz von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinem Ressort als auch im AMS. Und jetzt geht es los. Zwei Serviceinstrumente sind ab heute auf unserer Homepage zur Verfügung, um den Informations- und Servicegrad zu garantieren. Einerseits der Kurzarbeitsrechner, den gibt es heute noch auf der Homepage, wo jedes Unternehmen sich einfach ausrechnen kann, wie viel es vom AMS als Zuschuss für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommt. So ist es transparent für alle Mitarbeiter und Unternehmer, dass sie nur noch die erbrachte Arbeitsleistung bezahlen müssen,
von der Unternehmensseite her. Dieser Kurzarbeitsrechner ist auf www.ams.at heute noch verfügbar. Zum Punkt 2 ist auch der neue Musterantrag verfügbar. Unternehmen können damit schnell und unbürokratisch ihre Anträge beim Arbeitsmarktservice einreichen. Auch bei bereits schnell ausgesprochenen Kündigungen von dieser Woche kann die Corona-Kurzarbeit im Nachhinein beantragt werden und die Mitarbeiter können wieder ihren Arbeitsplatz sicher bekommen, zwar im Bereich der Kurzarbeit, aber zu wissen, nach der Krise geht es wieder gemeinsam weiter. Also noch einmal mein eindringlicher Aufruf, Kurzarbeit vor Kündigung. Wir und Ihre Interessensvertretungen stehen für alle Beratungen sehr gerne und jederzeit weiterhin intensiv zur Verfügung, damit es dann wieder losgeht und Sie mit Ihrem bewährten Team durchstarten können. Zum Punkt 3, so schnell wie möglich neue Jobs vermitteln, dort wo es jetzt dringend und wichtig ist. Wir greifen in den Bereichen ein, die jetzt vor den Vorhang kommen. An dieser Stelle auch Danke an alle Heldinnen und Helden, die uns in den Versorgungsbereichen nun alltäglich zur Verfügung stellen und ihrer Arbeit nachgehen. Herzlichen Dank. Deshalb schauen wir mit dem AMS auch, dass arbeitslose Menschen so schnell wie möglich in den Berufen helfen, wo wir tagtäglich Unterstützung brauchen, um die Grundversorgung sicherzustellen. Eines der vielen Beispiele, eine Schulfreundin von mir, die selbst Schauspielerin war, hat sich beim AMS angemeldet und sofort im Lebensmittelhandel beworben, um jetzt Regale einschlichten helfen zu können. Deshalb meldet euch. Mein Appell richtet sich vor allem an junge arbeitssuchenden Menschen, die keine Betreuungspflichten haben, weder von Kinderseite noch Großeltern vielleicht mit Nahrungsmitteln vor die Tür zu stellen, zu versorgen haben. Meldet euch bitte beim AMS, wir brauchen jetzt jede helfende Hand. Durchhalten und gemeinsam schaffen wir das. Danke. Frau Landwirtschaftsministerin, bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank. Speziell das Thema der Lebensmittelversorgung und der Versorgungssicherheit war in den letzten Tagen und Wochen sehr präsent. Es haben viele begonnen, Hamsterkäufe zu tätigen. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass immer wieder Fotos und Bilder von leeren Lebensmittelregalen in österreichischen Medien gezeigt wurden. An dieser Stelle ist zu sagen, die Versorgungssicherheit in Österreich ist gesichert. Das, was wir in den extrem angespannten Tagen gesehen haben, war einfach, dass auch die Logistik zum Teil an die Grenzen kommt. Ich bin dazu permanent im engen Kontakt mit dem Lebensmitteleinzelhandel, aber natürlich auch mit den Lebensmittelverarbeitern und in letzter Konsequenz natürlich auch mit den Bäuerinnen und Bauern. Ich glaube, dass wir vor allem jetzt in Österreich sehen, dass wir sehr gut beraten sind, auf einen hohen Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln eben auch Rücksicht zu nehmen. Viele merken das eigentlich erst jetzt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Und an dieser Stelle wirklich ein ehrliches Danke an unsere Bäuerinnen und Bauern, die uns 365 Tage im Jahr flächendeckend mit hervorragenden Lebensmitteln auch versorgen. Wir haben in den letzten Tagen, wie gesagt, auch gesehen, dass es, was die Logistik betrifft, im Lebensmitteleinzelhandel zu Engpässen gekommen ist. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Verteidigungsministerin Claudia Tanner und das Bundesheer, das hier sehr rasch und unbürokratisch eingesprungen ist. Diese Zeit der Überbrückungshilfe muss aber aufhören, nachdem vor allem auch im Bereich der Polizei hier dringend Verstärkung durch das Bundesheer gebraucht wird. Deswegen haben wir begonnen, an dieser Stelle auch bereits mit anderen Handelsbetrieben entsprechend Möglichkeiten aufzustellen, dass die dann im Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise eben auch eine Arbeit finden. Also hier findet durchaus auch bereits ein sehr reger Austausch statt. Was wir aber zur Stunde sehen, ist, dass der Bedarf an Arbeitskräften permanent ein steigender ist. Zum einen natürlich, weil wir durch Grenzschließungen immer weniger Arbeitskräfte aus den EU-Staaten um uns herum bekommen. Viele haben zum Teil auch Angst, dass sie dann immer zurückkommen und dergleichen. Das heißt, wir haben hier einen verstärkten Bedarf. Wirklich brennend wird es im Bereich der Erntehelfer. Hier fehlen mittlerweile rund 5000 Arbeitskräfte, speziell bei Obstbaubetrieben, aber auch bei Gemüsebetrieben.
Eine extrem schwierige und angespannte Situation sehen wir bei der Fleischverarbeitung. Hier hätten wir bereits jetzt einen Bedarf von rund 9.000 Arbeitskräften. Und speziell eben auch, was die Ernte betrifft, ist der Bedarf sehr hoch auf den bäuerlichen Familienbetrieben, wird jetzt Woche um Woche eben auch stärker produziert. Der Frühling schreitet voran, das heißt, Obst und Gemüse wächst. Wir brauchen hier dringend Arbeitskräfte, um entsprechend auf den Feldern, in den Obstgärten, in den Gewächshäusern entsprechend eben auch die Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Was wir nicht wollen, ist, dass die Ernte auf den Feldern verrottet, dass es eben auch keine Verarbeitung der Rohstoffe in der Lebensmittelindustrie gibt. Das bedeutet, dass wir sehr schnell begonnen haben zu handeln. Wir gehen heute mit der Plattform dielebensmittelhelfer.at online, um Arbeitskräfte eben an landwirtschaftliche und verarbeitende Betriebe zu vermitteln. Das heißt, dass sich eben Arbeitskräfte, die gerne bereit wären zu unterstützen, auf dieser Plattform registrieren können. Gleichzeitig eben auch verarbeitende Betriebe bzw. Obstbaubetriebe, auch bäuerliche Familienbetriebe. Und so wollen wir Angebot und Nachfrage zusammenbringen, damit wir einfach auch die Versorgungssicherheit in den nächsten Wochen und Monaten in Österreich sicherstellen können. Die Plattform steht ab jetzt zur Verfügung. Wir haben entsprechend auch eine Hotline dazu eingerichtet. Alle entsprechenden Nummern und Informationen finden sich unter dielebensmittelhelfer.at. Wen brauchen wir? In erster Linie Erntehelfer, also Personen, die bereit sind, entsprechend im Obst- und Gemüsebau zu unterstützen. Wir brauchen ganz dringend Unterstützung bei den Fleischverarbeitern. Hier fokussieren wir vor allem eben auf Personen aus der Gastronomie, die eventuell zurzeit zur Verfügung stehen, um hier kurzfristig entsprechend auch einzuspringen. Ganz besonders wichtig ist zurzeit auch das gesamte Thema Transport und Logistik. Also Menschen mit Lkw-Führerschein bzw. Personen, die wirklich auch bereit sind, Transporte zu übernehmen, werden händeringend gesucht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Hilfstätigkeiten, beispielsweise im Verpackungsbereich oder wie eben auch schon angesprochen, bei Lebensmittelregalen, um beispielsweise entsprechend auch für Nachschub zu sorgen. Wir wenden uns aber vor allem auch an Studentinnen und Studenten, jetzt eben auch beispielsweise in einem landwirtschaftlichen Betrieb tätig zu sein. Wir haben bereits einiges an Sonderregelungen auch vereinbart, beispielsweise mit der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die Zeit auf einem Betrieb jetzt dann auch entsprechend als Praktikum anrechnen zu lassen. Wir haben bereits auch eine Vereinbarung mit der MedVed in Wien und auch natürlich mit der Universität für Bodenkultur geschaffen. Unser Ministerium wird hierzu die maßgebliche Anlaufstelle sein. Ich darf mich aber sehr herzlich bei der Arbeitsministerin Christine Aschbacher, auch beim AMS, für die Unterstützung bedanken, für die hervorragende Kooperation. Wir betreiben diese Plattform auch gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer. Also auch ein herzliches Dankeschön an Präsident Moosbrugger und Präsident Mahrer. Und ganz wichtige Partner sind entsprechend halt, wie gesagt, das AMS und auch der Maschinenring Österreich. Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten, die so schnell und rasch und unbürokratisch hier zusammengearbeitet haben. Mit der Plattform www.dielebensmittelhelfer.at wollen wir einen Beitrag leisten, um die Lebensmittelsicherheit in Österreich zu sichern. Bitte, mein Appell ganz dringend, melden Sie sich, wenn Sie in den nächsten Wochen und Monaten Zeit haben. Wir müssen entsprechend diese Bereiche verstärken und wir bieten mit dieser Plattform die Möglichkeit dazu an. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Als erstes gemeldet hat sich der ORF. Bitte schön. Und dann die anderen. Sie haben die Erntehelfer angesprochen, Frau Ministerin. Wie viele braucht man da? Sie sind ja doch traditionell, meistens kommen die aus dem Ausland, werden jetzt wahrscheinlich selten kommen können oder nur wenig kommen können. Also wie viele gibt es, die normal da sind? Wie viele fehlen? Also um welche Dimension handelt es sich dabei? Und an die Frau Minister Aschbacher hätte ich die Frage. Sie haben gesagt, es gab 18.000 Beratungen für Firmen punkto Kurzarbeit. Und wie viele haben das jetzt bisher derzeitiger Stand schon angemeldet?
Also zu den Erntehelfern, was uns derzeit gemeldet worden ist, ist ein Bedarf von rund 5000 Personen. Aber wie gesagt, nachdem die Temperaturen wärmer werden, beispielsweise die Erdbeerernte und Spargelernte vor der Tür stehen, ist der Bedarf natürlich von Woche zu Woche steigend. Einen massiven Bedarf haben wir speziell aber auch in der verarbeitenden Industrie, also in der Lebensmittelproduktion. Hier suchen wir vor allem Schlüsselarbeitskräfte, wie beispielsweise aus der Gastronomie, die wir dann entsprechend in den Bereich der Lebensmittelverarbeitung vermitteln können. Ja, es gab diese Woche bereits über 18.000 Beratungsgespräche zum Corona-Kurzarbeitsmodell, nur im AMS alleine. Zusätzlich mit den Sozialpartnern und ihren Interessensvertretungen, wo viele Hotlines auch gibt über Fachverbände und so weiter, gab es noch Tausende mehr, die sich dafür interessieren. Also wir rechnen mit sehr, sehr vielen Anträgen und hier auch noch einmal der Appell zu sagen, Kurzarbeit im Corona-Modell, Vorkündigungen unbedingt. Was ist hier zu tun? Zuerst bitte mit dem AMS-Regionalstelle, der zuständigen Regionalstelle, Kontakt aufnehmen für einen Erstantrag. Deshalb können wir auch noch nicht sagen, wie viele finale Anträge gibt es jetzt. Zweiter Schritt mit dem Betriebsrat und den zuständigen Interessensvertretungen Kontakt aufnehmen und dann auch noch einmal, wenn Details geklärt sind, mit dem AMS schon den Antrag einreichen. Ab heute können die Unternehmer den Antrag einreichen und wie gesagt gibt es auch den Corona-Kurzarbeitsrechner schon zum Durchrechnen. Dankeschön, dann ATV bitte. Ich habe eine Frage an die Arbeitsministerin. Im Moment ist ja der Antrag in Apotheken sehr groß. Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. In Graz zum Beispiel wird die Ware dann über die Nachtschlitze durchgegeben. In Wien ist das nicht so. Hat man hier vor, eine einheitliche Regelung zu treffen? Gibt es Pläne? Wichtig ist auch speziell bei den Apotheken, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Deshalb unterstützen wir auch und wir hatten schon sehr, sehr viele Weitervermittlungen auch in dieser Woche in die verschiedenen auch Logistikzentren, damit die Versorgung hier garantiert ist. Und da folgen sicher noch weitere übers Arbeitsmarktservice direkt. Dankeschön, dann Servus TV bitte sehr. Ja, wegen der Landwirtschaft ist ja auch zeitkritisch. Denken Sie daran, wenn sich nicht genug Erntehelfer melden, auch wieder Zivildiener einzuziehen? Und an Sie die Frage, Kurzarbeit, ja, was ist mit Unternehmern in Kleinbetrieben, die nicht als VG versichert sind? Für Zivildiener kann ich das explizit ausschließen. Wir mobilisieren zurzeit gerade Zivildiener, die wir ganz dringend im Gesundheits- und Pflegebereich benötigen. Auch hier vielleicht noch einmal der Aufruf, sich zu einem außerordentlichen Zivildienst zu melden. Speziell im Pflegebereich, 24-Stunden-Pflege, im Krankenwesen, in Krankenhäusern brauchen wir dringend Entlastung und Unterstützung. Wie gesagt, die werden an anderer Stelle ganz notwendig gebraucht. Dieser Aufruf und die Plattform widmet sich und wendet sich explizit an Personen, die zurzeit Kapazitäten zur Verfügung haben, entsprechend eben auch helfen wollen. Die sollen sich bitte registrieren und werden dann entsprechend auch kontaktiert. Vielen Dank. Dann, also Entschuldigung, ja. Wir haben bewusst das Corona-Kurzarbeitsmodell für alle Unternehmen, egal welche Branche und welche Größe, zugänglich gemacht. Und wenn es hier Bedarf gibt, gibt es dann auch Lösungsvorschläge für einzelne Sonderfälle. Danke sehr. Aber bitte schön. Danke schön. Sie wissen, ich stelle für diverse Kolleginnen und Kollegen Fragen. Ergänzungsfrage 1. Wann glauben Sie, wird das erste Geld fließen können, wenn heute Anträge stehen? Es ist so, dass das Arbeitsmarktservice immer, wie bei den Gehältern auch, den Zuschuss für die Unternehmen im Monat im Nachhinein ausbezahlt. Da sind wir mit vollen Kräfteeinsatz und mit vereinten Kräften am Umsetzen, dass das so schnell und unbürokratisch wie möglich ist. Aber das heißt frühestens Anfang April quasi? Ja. Zweite Zusatzfrage. Sie haben gesagt, es kriegt jeder 80% mindestens. Gilt das maximal bis zur Bemessungsgrundlage? Genau, so wie ich das gesagt habe, genau bis zur Höchstbemessungsgrundlage. Und wir haben mit den Sozialpartnern vereinbart, dass es hier auch eine Staffelung gibt, also von 80 bis 90% sogar vom Einkommen.
So, an Frau Minister Köstinger. Glauben Sie, dass die jetzige Situation und die Erfahrung, wie wichtig die Selbstversorgung ist, in den nächsten Jahren zu einer Veränderung in der landwirtschaftlichen Produktion in Österreich und in der Vernetzung, internationalen Vernetzung führen wird? Also wie gesagt, der Selbstversorgungsgrad in Österreich ist sehr hoch. Beispielsweise bei Milch haben wir 164%. Auch im Fleischbereich, bei Obst, Gemüse ist die Selbstversorgung natürlich entsprechend saisonal sehr unterschiedlich, aber auch sehr hoch. Speziell jetzt im Frühjahr sind wir entsprechend gut versorgt. Österreich hat in der Vergangenheit schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir eine flächendeckende Landwirtschaft haben. Wir produzieren nicht nur in intensiven Produktionsgebieten, sondern auch die Berglandwirtschaft liegt uns sehr am Herzen und das macht sich jetzt natürlich in dieser Situation bezahlt. Mein Wunsch wäre vielleicht wirklich auch, dass die Gesellschaft, dass die Bürgerinnen und Bürger auch etwas mehr Rücksicht nehmen, dass sie regional kaufen, dass sie damit natürlich auch die landwirtschaftliche Produktion unterstützen. Also vielleicht nicht jedem Billigangebot hinterherlaufen, sondern manchmal eben auch ein bisschen vorausschauend zu denken und zu planen. Meine Sorge ist zum Teil auch, dass jetzt durch die vielen Hamsterkäufe es dann auch vermehrt zu Lebensmittelverschwendung kommt. Also im eigenen Bereich sich vielleicht jetzt auch in dieser Zeit etwas mehr damit auseinandersetzen, glaube, das ist ein ganz guter und wichtiger Appell. Wenn Sie jetzt Erntehelfer suchen, zum Beispiel Studenten, die oft in der Stadt sind, wie werden denn diese unter den gegebenen Bedingungen überhaupt hinkommen, wo sie sein sollen? Und ist dort eigentlich gewährleistet, dass sie dann unter Quarantänebedingungen überhaupt arbeiten können? Also das wird dann entsprechend von den Betrieben selbst organisiert. Wir haben schon einige Betriebe, die in den letzten 2 Wochen tätig geworden sind, haben sehr gute Praxisbeispiele, dass dann eben auch oft vor Ort für Unterbringung gesorgt wird. Das hängt ehrlich gesagt vom individuellen Wohnort bzw. Arbeitsort dann auch ab. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich sind nach wie vor verfügbar. Wir bitten ja vor allem Menschen, sie nur dann zu nutzen, wenn sie wirklich auch zu einer Berufstätigkeit, die unbedingt notwendig ist, nachgehen. Und im speziellen Fall der Lebensmittelverarbeitung, aber auch der Erntehelfer ist es natürlich gegeben. Entschuldigung. Die Frau Tannhauser noch. Weiter, Entschuldigung. Wer bezahlt denn diese Erntehelfer? Sind das die Betriebe oder geht das aus dem 38-Milliarden-Paket? Die Betriebe müssen sich mit den potenziellen Arbeitnehmern natürlich einigen. Grundlage sind die Kollektivverträge und wir vermitteln in letzter Konsequenz über die Plattform Angebot und Nachfrage. Sie wie jeden Erntehelfer in jeder normalen Zeit auch. Das natürlich ist kein Teil des Pakets. Die Hilfe ist nur die Vermittlung. Die Lebensmittelhelfer.at ist kein Bestandteil des derzeitigen Wirtschaftspakets, sondern soll dazu dienen, dass wir Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Dankeschön. Ich darf hier noch kurz hinzufügen, es gibt auch die Möglichkeit von einem Unternehmen, das jetzt vielleicht keine Nachfrage hat und nicht die Arbeit nachgehen kann, in einem anderen Unternehmen die Mitarbeiter zu überlassen. Hierzu gibt es Überlassungsvereinbarungen, die auch teilweise schon zwischen den Händlern verwendet werden. Also da gibt es diese Plattform Händler helfen Händler und da funktioniert das mit den Mustervereinbarungen mit einem Unternehmen, das dann gar nicht die Menschen sozusagen in die Arbeitslosigkeit und dann weiter vermitteln muss, sondern wirklich einige Mitarbeiter direkt mit Überlassungsvereinbarungen dann weiter in das nächste Unternehmen oder zu den Betrieben, wo sie gebraucht werden, unterstützen kann. Eine letzte, dann wäre ich nicht fertig. Entschuldigung, ich bin ja nicht allein hier. Letzte Frage, ist es denkbar auch, dass auch Flüchtlinge jetzt als Erntehelfer hier eingesetzt werden? Unser erster Fokus gilt Arbeitskräften, die jetzt beispielsweise ihre Stelle verloren haben. Also das ist unser erstes Ziel, hier eine Vermittlung herzustellen. Die nicht arbeiten? Auch beispielsweise. Also wir haben, wie gesagt, mit unterschiedlichen Bildungseinrichtungen bereits Sonderkooperationen. Aber erstes Ziel ist einfach jetzt auch Menschen in Beschäftigung zu bringen, die ihren Job verloren haben. Und entsprechend gibt es halt dann auch andere Personengruppen, die sehr herzlich eingeladen sind, sich hier auch zu bewerben. Sollte es bei den Asylberechtigten hier entsprechend eben auch einen Bedarf geben, können die sich natürlich auch gerne melden.
Bitte. Hier war eben, vielleicht darf ich nur kurz auch anschließen, der gemeinsame Appell, dass wir sehr viele Jugendliche haben, die arbeitssuchend sind, die auch keine Betreuungspflichten haben, und der Appell geht in erster Linie an die und an die zusätzlichen verfügbaren Kräfte, wie eben Studenten und so weiter. Und wir freuen uns über jede helfende Hand in diesen Bereichen. UAF, meine Frage richtet sich an die Frau Minister Köstinger. Und zwar, Sie haben gesagt, es fehlen Schlüsselarbeitskräfte im Lebensmittelbereich. Worum geht es da vor allem? Also sucht man da vor allem Fleischhauer, Bäcker, oder wer ist denn da so quasi aufgerufen oder gefragt? Also speziell bei der Frischfleischproduktion fehlen sehr viele Schlüsselarbeitskräfte. Hier fokussieren wir darauf, entsprechend Personen, die auch eine Ausbildung haben aus dem Gastronomiebereich, in die Lebensmittelverarbeitung zu bringen. Das ist jetzt dort einmal unsere brennendste Aufgabe. Aber gleichzeitig brauchen wir halt eben auch sehr viele Personen für die Logistik. Das heißt, Personen, die beispielsweise einen Lkw-Führerschein haben, die aus dem Transport kommen, werden auf jeden Fall hier auch vermittelt und werden auch händeringend gesucht. Gut, dann okay, haben wir noch eine letzte Frage und dann müssen wir schon. Könnten Sie noch einmal ausführen, warum diese Personen jetzt eigentlich genau fehlen? Sind das alles ausländische Arbeiter, die jetzt in ihre Länder zurückgekehrt sind, und um welche Zahl geht es da? Also zum einen fehlen uns natürlich auch aufgrund der Grenzschließungen zum Teil Arbeitskräfte. Natürlich gibt es auch in diesen Bereichen Corona-Infektionen, das heißt Personen oder oft auch Schichtbereiche werden unter Quarantäne gestellt. Also das sind alles Arbeitskräfte, die entsprechend in der Produktion fehlen. Die sind ja alle auch nicht gefeit davor, entsprechend auch infiziert zu werden. Und wir brauchen natürlich für die nächsten Wochen und Monate entsprechend Mitarbeiter, Unterstützung, um die Lebensmittelversorgung aufrechtzuerhalten. Vielen Dank. Letzte Frage, bitte. Letzte Frage war, ist aus dem 38-Milliarden-Paket ein bestimmter Teil für die Unterstützung der Landwirtschaft, sprich der Bauern, vorgesehen? Wenn ja, wie hoch ist er? Also landwirtschaftliche Betriebe werden in dem Paket auch berücksichtigt, genauso wie beispielsweise KMUs und EBUs. Das richtet sich natürlich entsprechend nach den Schaden. Also zuerst muss ja auch nach Corona ein Schaden nachgewiesen werden, und dann wird eine entsprechende Unterstützung gewährleistet. Aber landwirtschaftliche Betriebe sind hier natürlich auch umfasst. Es betrifft beispielsweise, wenn Lebensmittelverarbeiter zusperren müssen, weil sie die Produktion nicht aufrechterhalten können, dann ist natürlich auch der landwirtschaftliche Betrieb davon betroffen. Oder wenn beispielsweise im Saatgutbereich, im Pflanzenbereich zurzeit der Absatz nicht möglich ist, weil entsprechend Handelsketten auch zugesperrt haben, dann betrifft das auch natürlich die Urproduktion. So, dann sind wir sozusagen fertig. Ihnen vielen Dank fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit, und den beiden Bundesministerinnen herzlichen Dank.